Hi, ich bin Christine und ich möchte euch heute zeigen, wie man Pompomsfächer bastelt. Und zwar haben wir schon ein bisschen was vorbereitet, wie ihr seht. Pompoms, zur Erklärung, sind ganz trendige neue Deko-Elemente, die man wunderschön entweder wie hier drapieren kann, hinlegen, aber auch zum Beispiel hinhängen kann. Eine schöne Idee wäre dafür, zum Beispiel über die Tische hängen, auch in verschiedenen Höhen, dass ihr verschiedene Abstufungen dabei habt. Oder wenn ihr nicht über die Tischen wollt, sondern vielleicht über der Candybar oder über dem Buffet. Also sehr einsatzvariabel. Und ich zeige euch jetzt mal, wie die geliefert werden und wie ihr die dann zusammenbaut oder entfaltet. Und ihr bekommt die einfach so als ja, in so einem geraden Stück. Da ist dann so ein kleines Satinband dran. Das zieht ihr einfach auf. Genau, einfach rausziehen, bis der Bändel gerade runterhängt. Und dann klappt ihr eine Hälfte wie ein Fächer auf und zieht dann jeweils ganz vorsichtig, das sind nämlich viele einzelne Lagen, von dem Seidenpapier vorsichtig immer nach unten. Geht es quasi oben fest und zieht jeweils die einzelnen Schichten nach unten. Dann kommt zum Beispiel eine zweite Lage und wieder schön nach unten ziehen, solange es geht, aber eben vorsichtig, weil sie können auch einreißen. So eine Hälfte hat immer 10 Lagen. Ich würde, also ich finde es am einfachsten, wenn man 5 Lagen in die eine Richtung nach unten zieht, dann erst die andere Hälfte aufklappt und da auch 5 Lagen in die eine Richtung zieht und dann jeweils mit der Rückseite 5 Lagen macht. Dann bekommt ihr, ich zeige euch schon mal, ich habe eins vorbereitet zur Hälfte, bekommt ihr zum Beispiel, so sieht eine Hälfte aufgeklappt aus. Und dann würdet ihr mit der zweiten Hälfte weitermachen. Und die klappt man dann wieder nach hinten auf. Und ganz am Schluss habt ihr dann dadurch wunderschöne kleine Pompoms, die ihr, wie gesagt, entweder schön aufhängen könnt, die Schnur ist ja dran, könnt ihr dann aufhängen, oder eben auch hinlegen. Noch als letzten kleinen Tipp, wenn ihr zum Beispiel weiße Pompoms benutzt, aber auch eine Farbvariante habt, wo bei euch in der Hochzeit immer wieder das Thema ist, dann könnt ihr auch ein zum Beispiel personalisiertes Satinband von uns, wenn ihr die fertigt, zwischen quasi am Anfang, zwischen diese zwei Hälften drüber legen, dann den Pompom aufeinander falten und dann hängen diese zwei Satinbänder einfach schön runter. Hier ist es zum Beispiel das Personalisierte schon mit Datum und mit dem Brautpaarnamen drauf. Ihr könnt aber natürlich auch ganz einfache Satinbänder nehmen. Da sind eure Ideen keine Grenzen gesetzt. Ja, und noch als Abschluss, wir haben nicht nur die normalen großen, die immer in einem Set geliefert werden, mit verschiedenen Farben natürlich, sondern wir haben auch kleine Fächer. Die klappt man sehr, sehr einfach nur auf. Hier unten ist dann ein kleiner Klebestreifen, den zieht man einfach ab. Dadurch hebt es dann zusammen und schon hat man zum Beispiel auch kleine Fächer, die man dann passend mit entweder anderen Farben, rosa oder vielleicht auch weiß, zusammen aufhängen könnt. Und fertig sind die Pompoms.